Geht's noch mit auf? Natürlich mich zu euch mit hinsetzen. Ja. Müsst ihr uns selber ein bisschen deine Mitte nehmen? Ja. Das ist ganz so neue Option. Das ist jetzt mal gleich ein Gespräch, das haben wir noch nie so gehabt. Ja, das stimmt. Das ist die erste Mal, dass man so eine Option kann. Was wunderbar. Uns ausdenken. Also ich fange mal kurz an mit den letzten, weil das gleich ein Aufhänger ist mit den Hörmern. Die letzten Gespräche. Ich konzentriere jetzt eigentlich das Ganze, dass man das runterholen auf was Wesentliches, was man nicht diskutieren sollte darüber. Und das Loslassen, die Erkenntnisse, das normale Denken, ständig was in Raum und Zeit zu verstreuen, unbewusst oder zu meinen, man hätte mit den eigenen Gedanken nichts zu tun. Das sind so Grundaussagen, die einen wirklich ins tiefste Mark erschüttern. Ich sage immer, wenn du in dem Bereich des normalen Denken bleibst, dann ist es ja definitiv so, wie ist denn der Ton eigentlich bei der Entfernung? Wunderbar. Ja. Hört ihr, geht es einigermaßen? Einigermaßen, ja. Weil das müssten wir jetzt normalerweise näher hernehmen, es ist ja. Na, wartet da mal. Den hole ich da mal, muss ich aber den Schutt hier wegmachen. So, machen wir es einmal so. Das ist ja was, das geht ja bloß für euch. Ich hab, ja. Hab das ja gar nicht vor, dass wir das ganz, wenn wir es nicht rüberbringen. Nein, ich muss hier, weil. Ja, wenn nicht, lassen wir es da stehen. Lass es so stehen, das geht schon. Geht? Jawohl. Das ist ja was, das ist ja eigentlich, es geht ja. Wir sind ja sowieso schöner. Es geht ja bloß um den Ton. Wir schicken uns aufs Trampolin. Ist es so besser mit dem Ton? Ja, sehr gut. Du bist nicht im Bild. Genau. Ja, ja. Ich bin nicht so wichtig. So. Ja, mir ist es aufgefallen, dass das, was die Covid-Leute und Politiker uns erzählen, eine der 16 Meinungen ist. Richtig, genau so ist es. Das heißt, immer dran denken, egal was irgendeiner sagt, ist es richtig. Das ist übrigens das ist eine schöne Aussage, wenn man das Hörmann-Video anschaut. Und ich bleibe jetzt mal in dem Bereich, du schaust dir das Hörmann-Video an, ich sage schon, seit langem, jetzt wieder denken wir zur Vergangenheit aus, das ist ein knuffiges Teilchen. Und der geht jetzt immer mehr in den Bereich dieser Esoterik rein. Das ist die Erkenntnis, dass im Anfang es nicht Materie ist, sondern Bewusstsein. Genau. Und die normativen Wissenschaften, alles, was du nimmst, ist letztendlich, baut auf Axiomen auf. Es ist eine Lüge und jeder, der dir da irgendwas erzählt, äfft einfach irgendwas nach. Aber die wir uns jetzt ausdenken, sind unsere Gedanken. Jetzt in diesem Moment ist egal, von wem wir sprechen, ob wir von einem Hitler sprechen, von einem Sokrates, von einem Einstein, von einer Merkel, egal, vom Holger, egal, was wir jetzt denken, das ist jetzt im Moment hundertprozentig sicher ein Gedanke. Die ganzen Figuren sind keine sinnlichen Wahrnehmungen. Ja. Und Gedanken kommen aus dir. Ja. Es stellt halt wirklich alles auf den Kopf, was mein Leben lang gedacht hat. Ja, meine Mutter, die mich geboren hat, ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. In der Vergangenheit war nie was. Das ist ein vollkommen neues Weltbild und du wirst es niemals an Gedanken von dir erklären können. Das sage ich dir mit Holofeeling. Das ist jetzt ein Punkt, wo der Hörmann, den ich mir ausdenke, wenn ich ihn beobachte, noch nicht verstanden hat. Er will immer noch die Welt retten, die er sich ausdenkt. Das Wesentliche, was er nicht anfasst in seinem ganzen Reden. Er zerstört, die Medizin ist Betrug, die Politik ist Betrug, das Geldsystem sowieso, sein Fachgebiet. Die Wissenschaft, die Naturwissenschaft ist Betrug. Aber was er nicht checkt, dass er nach wie vor das erste und das zweite Gebot bricht. Ja. Er macht sich ein Bild von etwas da außen mit Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Dann ist er aber schon so weit, dass er sagt, wenn jetzt in dem, wenn man hört, Name, wenn jetzt der und der zum Beispiel sagt, ich nenne jetzt meine Worte, ich weiß nicht, was er wirklich sagt, wenn jetzt der sagt, der Hörmann ist ein Arschloch. Dann ist es in Ordnung so, weil das ist seine Wahrnehmung. Ja. So nennt er das. So, ich kann doch nicht behaupten, dass seine Wahrnehmung verkehrt ist. Es ist doch seine Wahrnehmung. Ja, ja. Ich reduziere das, ich sage, bei Holofeeling machen wir das ganz einfach. Schau einfach, was jetzt da ist. Genau. Und in dem Moment, wo ich die Fähigkeit habe, das Bewusstsein bin, dass ich wirklich bewusst machen kann, was jetzt eigentlich da ist, stellt sich die Frage nicht, ob das richtig und verkehrt ist. Ja. Es ist einfach. Und jetzt ist hochinteressant, dass ich auf diese Reizauslöser, die in mir auftauchen, immer die Metapher im Hinterkopf habe mit dem träumenden Geist. Genau. Dass in mir was drin ist, das zwanghaft werdet und interpretiert und reagiert.
Ich mache mich selbst zum Wahnsinnigen. Und in dem Moment, das sind Wahnsinnige. Ich habe noch nie was anderes. Ja, wer denn sonst? Und jetzt ist es ganz interessant, dann wird mein Mech-Animus wird zwanghaft oft reagieren. Es wird Sachen interpretieren. Ein Geräusch, das in mir jetzt auftaucht, das interpretiere ich und sage, das ist ein Vogel. Das ist eine Kirchenglocke, das ist mein Handy, das ist die Haustürglocke. Das ist ein Rasenmäher, das ist ein Hubschrauber. Und genauso wie du aus Geräuschen, Geräusche sind eigentlich akustische Worte. Ob du das geschrieben siehst, das ist das einfache Prinzip. Und du wirst werden, viele Sachen wirst du werden, das stimmt nicht. Und in dem Moment, wo ich das beobachte, dass mein Mechanismus das macht, ich sage, verlagere deinen Fokus auf deine Information und jetzt verschiebst du die Schärfe auf den Punkt, wie reagiert dein Mechanismus, das hast du selbst, das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, auf diese Information. Und damit, mit dieser Reaktion verändert sich deine Information und dann ist dieses, das stimmt ja überhaupt nicht in dem Moment da. Und das ist auch einfach nur da, wenn ich das nicht merke. Und was ist ganz wirklich, wie ich dick ist, dass ich jetzt als dieser Beobachter kenne, dass ich selbst etwas bin, was ich dabei nicht verändere. Genau. Ja. Und jetzt kommt dieser Punkt, dass ich feststelle, egal was ich jetzt denke, wenn ich versuche mich zu denken, mache ich mich automatisch auch zu wieder zu einem Moment, der auftaucht, der wieder weg ist. Das ist das ewige Bewusstsein, dass man selbst ist. Ich habe jetzt so eine Kleinigkeit reingemacht, dieses Spiel, wo wir immer haben in unserem Chat. Ich muss jetzt auch ganz, ganz kurz hingehen. Alles, was du dir jetzt ausdenkst, ist eine Datei, diese Aufnahme, wo man sagt, die nie in der Vergangenheit gemacht wurde. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz umschalten, ich bleibe mal so. Das war jetzt mal der Versuch, aber so ist die Sprache besser. Ich hoffe, das hat man gut verstanden. Ich will jetzt mal schnell den Bildschirm wieder teilen. Und jetzt ist es also so, wir hatten hier, das war heute Morgen ein Eintrag, das war so hin und her. Da kommt unser Stefan, den wir uns jetzt ausdenken. Ist jetzt hochinteressant, wenn du das Stefan-Programm hast, dann denkst du dir das ja auch aus, aber nur in dieser einseitigen Perspektive. Das heißt, das Ganze, was drumherum ist, es ist ungefähr so, wenn ich jetzt so sage, ich schaue Fernsehen, dann bin ich definitiv, und wir haben ja immer an die Seitendenken in dem Buch. Es ist definitiv, du hast immer nur Zeitpunkte, die immer jetzt sind. Das heißt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Ablauf eines Films und die Zeitachse nehme, ist ja jeder Zeitcode, jedes Frame ist ja verbunden mit einem Bild. Aber die sind auf der Datei ja alle gleichzeitig. Ja. Und jetzt ist es hier, das ist so ein Spiel zwischen der Karin und der Stefan, was wir uns jetzt bewusst ausdenken, wo da außen nie was ist, außer du bist jetzt die Karin. Dann kannst du zurückblättern und dann kannst du diese Kommunikation mit einem ausgedachten Stefan beobachten oder du bist der Stefan in deinem Traum. Dann beobachtest du in dem Moment die Kommunikation mit der Karin, aber nur in dieser minimalen Form deiner Interpretationsfähigkeit. Ja. Wir setzen jetzt hier diesen Holo, die Karin macht den Holo-Arithmetik-Rechner, die macht jetzt den Trockennasenaffen 430, 222, der Doofmann und die Dooffrau ist hochinteressant. Das ist der Abjad-Code, das ist der arabische Code, kann man in der Holo-Arithmetik nachlesen, ist 86, der E-Code ist 43 und der Vieh Code ist 37. Von dem Wort Dooffrau. Und jetzt schreibe ich hier unten, mache ich das nochmal rein und ich schreibe das etwas anders. Dieses D-O-F-F, wenn ich das ja so, die Dooffrau, mache ich Do, 470 ist ja das Wissen und das ist O-F-F. Das ist diese Generation und dann habe ich jetzt Rau hinten weg und das mache ich rot und jetzt macht das Ganze einen Sinn. Ich schreibe jetzt hier mal von Gott, mal etwas, A-N-D heißt auf- und abschwingen, an R-S gesehen, mal etwas anders gesehen, Dooffrau. Und da steht jetzt das genau drin, interessant ist es, Do habe ich jetzt hier, ist praktisches Wissen, die Erkenntnis, mit der man arbeitet und das Raum machen wir rot in der Frau. Ich habe ja mal mein Frau-U, erinnert euch an den Vorschlag, ich habe das Fragebogen. Genau. Was ja wieder Frau ist, ja wieder wild. Aber doppelt aufgespanntes Kind. Du kommst aus dem System nicht raus. Und jetzt habe ich hier das Rot, dann ist es die Sehkraft. Wenn ich jetzt genau hinschaue, merke ich, das ist ja, wenn ich die Buchstaben wieder umstelle innerhalb des Systems, dieses RA-WAF ist ja gleich O, ist auch R, ist es Licht.
Das ist der Totalwert 207. Das ist das geistige Licht und der äußere Wert, der beschwörte Wert, ist das physikalische Licht. Ihr könnt euch jetzt so viele Sachen, da gibt es zum Beispiel hier die goethische Farbelehre und die newtonsche Farbelehre, da gibt es einen schönen Professor, können wir uns ein Video anschauen, der hier sagt, früher hat man ja nur Newton und der sagt, so falsch ist der Goethe eigentlich nicht. Und da wird ein ewig angelesenes Wissen, es ist ein ständiges Rezitieren. Das heißt, wenn du von Professoren Vorlesungen dir anhörst, ich sage das immer wieder, es ist eine Wiedergabe einer Schallplatte, die an der Universität bespielt wurde. Es ist Schwamminhalt. Ja. So drehst du dich mehr oder weniger im Kreis deines Glaubens und eine einfache Metapher ist, solange du logisch bist, bist du wie ein Zug, der auf den Gleisen steht. Genau. Du fährst und du bist nicht einmal in der Lage, die Weichen zu stellen. Weil das macht deine Logik. Fahre ich jetzt rechts oder fahre ich links? Diese Scheinentscheidung. Das ist tausendmal erwähne ich diese Kleinigkeit. Es ist keine absolute Entscheidung. Genau. Weil die absolute Entscheidung zwischen Kreis und Dreieck ist ein Kegel, das ist eine höhere Ebene. Eine Entscheidung, wenn ich aus zwei oder mehreren Möglichkeiten eine auswähle, dann gehe ich in eine Selektion, in eine Sackgasse rein. Mhm. Die absolute Entscheidung ist, dass ich in einen neuen Bereich mich hineinbewege, weil ich aus den Widersprüchen was vollkommen Neues mache, was ich nicht mache, wenn ich eine Seite dann weiterfahre. Genau. Und wenn du in einen Zug sitzt, ist eine schöne Metapher, dass ich eigentlich auf den Gleisen meiner Logik fahre und dann sehe ich weder in der Z-Achse, denk an meine drei drehende Achsen, ich sehe in der Z-Achse weder nach vorne noch nach hinten, sondern ich kann bloß nach rechts schauen und nach links schauen. Ja. Aus die zwei Fenster. In einem kleinen Bereich, im Jetzt auf meiner Verabrede, sehe ich in das Abteil. Das heißt, das Aufgeblühte ist gedeiht. Weil ich wieder hier, ich mache es jetzt so, merkt, wie die Welt zu dir spricht, wenn du das entschlüsselst mit der Sprache. Ich sehe nur in das Abteil, weitersehen kann ich nur rechts oder links. Das heißt, rechts ist richtig oder links ist richtig, wenn wir in der Politik sind. Dann habe ich nur den kleinen Horizont von mir im Abteil und dann fällt mir aber das hinter mir. Und du kannst aus dem Gleis raus. Du kannst, das ist das Gefängnis, wo sich jeder einsperrt, der logisch bleibt. Das ist doch unlogisch, wenn du das hörst. Ja. Ich sage, nein, das ist vollkommen neu. Was sagt ein alter kleiner Basic-Computer zu Windows Dorn? Die sind doch vollkommen unlogisch. Wie kann man so eine Scheiße glauben? Die Anmaßung eines geistlosen Besserwissers, der vollkommen logisch ist, der sich anmaßt, alles, was ihm unlogisch, falsch, verkehrt erscheint oder was er gar nicht kennt, als unwichtig, bekämpfenswert zu titulieren. Genau. So, und jetzt denk dir die Weisen deiner Welt, die einseitigen Recht haben, egal in welchem Bereich du bist. Das muss dir bewusst werden, es kann nur dir Geist bewusst werden, du bist der Einzige, der den Traum erlebt, den du träumst. Und jetzt haben wir hier eben die Sehkraft grob gelesen. Das ist es, wenn ich das jetzt rot mache, habe ich, der geistige Kopf ist der Schöpfer, in dem alles verbunden ist. Genau. Wenn wir es blau lesen, ist es eine Berechnung, eine berechnete Schöpfung, die ich in mir selber aufspanne. Ja. Das sind immer die kleinen Kommentare, das ist jetzt hier natürlich einmal das RA Blau, können wir ja umtauschen. Wir können eine berechnete Schöpfung, die eigentlich in sich verbunden ist. Ja. Das große Spiel zwischen Dualität und Polarität. Wenn wir uns das jetzt anschauen, man sagt normalerweise, die Dualität ist ein Trennen und die Polarität ist ein Verbinden. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Das ist die Esoterik. Ich könnte jetzt da Internetseiten aufmachen, wo wir uns das anschauen. Kannst du ja selber mal machen. Schau, wie Dualität und Polarität erklärt wird, wenn du wieder nur nachäffst, irgendwann einmal selber denken. Und du brauchst die Vatersprache. Das ist dieses Dual. Ich weise da immer wieder drauf hin. Ich muss das mal wissen, alles Gott und ist nichts. Das ist die Implosion der Urknall, bevor er geknallt hat. Und jetzt kann man das Du auf Hebräisch, kann man geschlossen verbunden, dann ist es All. Dual. Du bist geschlossen, indem alles verbunden ist. Das bist du. Ja. Und jetzt ist aber dieses Du im Hebräischen heißt auch zwei in Zusammensetzungen. Das ist nicht das Wort zwei, es ist ein spezieller Begriff in Zusammensetzungen. Und wenn ich jetzt das Du blau mache, dann hast du das geöffnet, aufgespanntes Nichts. Mhm. Das heißt Du, All. Genau. Und der Unterschied bei dem Dual und bei der Polarität, das wäre Polarität. Ja. Da sage ich, das ist Plus und das ist Minus. Beim Dual entsteht was Eigenartiges, da habe ich ein Plus-Minus in der Mitte. Und das ist der eigentliche Mittelpunkt. Jetzt ist immer wieder die Heiligkeit, dieser nicht denkbare Punkt, urknall, bevor er geknallt hat. Wenn ich die Heiligkeit zerstöre,
entstehen die Wellen. Und wenn ich die Wellen zerstöre, entsteht die Heiligkeit. Das sind zwei verschiedene Arten von Zerstörungen. Und normalerweise wird in der Esoterik dieses Yin-Yang-Zeichen benutzt, dass man sagt, verbinden macht man so einen Kreis. Und da haben wir jetzt schon, wenn ich eine Polarität habe, das Plus und das Minus, diese beiden Extreme sind immer verbunden in die Unendlichkeit. Ja. Das findest du in Ich Bin Du schon, wo ich sage, die zwei Bewegungsrichtungen des Geistes, ganz am Anfang von Ich Bin Du. Hast du die geistige Sicht eines Mystikers, der sich fragt, woher kommt das eigentlich und woher kommt das und woher kommt das? Und da wirst du immer sagen, die Antwort ist ganz einfach, aus mir selber. Das ist Schöpfen. Das ist das Symbol des träumenden Geistes oder des Computers, der seine eigenen Bilder dir berechnet anschaut. Du bist dieser Computer, aber um etwas zu berechnen, das war ja diese Metapher, entweder der träumende Geist oder ich sage, du bist der Computer, rot gelesen, Bewusstsein. Du brauchst in dir, in deinem Arbeitsspeicher, Daten und Regeln und anhand dieser statischen Struktur, das ist dein blaues Ich, das ist der Mensch, ja. Das Buch. Das Programm, nennen wir es, wie wir es will, machst du Berechnungen in Maßsetzung dieser Logik und es wirft Gedankenwellen in dir auf, Informationen, die du halt in dieser Vielfalt deiner Wahrnehmungsfähigkeit wahrnehmen kannst. Genau. Und jetzt ist diese Lektion, hast du zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt hier ein riesen elektromagnetisches Feld um uns herum denken. Das wäre jetzt das normale newtonsche Denken, dass ich hier, das könnte ich immer wieder sagen, vor 20, 30 Jahren, da gehe ich dann eh nochmal drauf ein, habe ich immer wieder gesagt, wenn du jetzt, dir muss klar sein, in einer hochfrequenten Form hast du jetzt eine Unmenge von Fernsehsendern und Radiogesprächen und Handyfunkwellen, all das ganze Zeug um dich herum, was du nicht wahrnehmen kannst. Und was du siehst, ist, du musst, wenn du Fernseh schaust, eine Frequenz, einen Kanal auswählen und dann bist du auf dem Kanal, aber alles andere ist doch trotzdem da. Jetzt in dieser Logik, wenn man materialistisch denkt, was aber so ein geistloser Schwachsinn ist, weil man davon ausgeht, dass das Zeug alles auch dann da außen ist, wenn man nicht dran denkt. Und ich sage, das da mal außen ist gar nichts, halt das zweite Gebot. Es ist nichts im Himmel oben, es ist nichts auf der ausgedachten Erde unten und es ist auch nichts im Wasser des Meeres. Ja. Das ist unser Punkt in der Kamera Obscura. So ist es. Mhm. Ich hätte jetzt ein schönes Video, was mir in den Sinn kommt. Das ist gerade über die newtonsche Farbenlehre und die goethische Farbenlehre, weil die sich ja widerspricht. Das heißt dazu, wenn man dieses Aufbrechen des Lichts und die elementaren Sachen, es sind Vorstellungen, weil ich sage, zeig mir jetzt erst einmal Licht. Meine berühmte Sache mit dem Laserstrahl. Wir sind nur genau. Da lebe ich doch schon in einer Interpretation, wenn ich meine, wenn ich jetzt einen Laser einschalte und ich blase einen Rauch oder einen Dampf rein, dass ich dann den Laserstrahl sehe. Du musst dir einfach wie immer nur bewusst machen, was ist jetzt eigentlich da? Das ist Solo-Feeling. Genau. Und um zu schauen, was jetzt da ist, schauen kann nur Bewusstsein. Bewusstsein nimmt seine eigenen Schöpfungen wahr. Ein träumender Geist kann bloß das erleben, was er selber träumt, was er sich selber ausdenkt. Aber wo heraus denkt er sich das aus? Aus sich selbst, aus diesem absoluten Innersten. Ja. Mhm. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Und ich kann immer wieder sagen, wenn du mich jetzt sprechen hörst, dann bist du Geist und nicht zu niemand, kein Mensch, den du dir ausdenkst, auch kein ausgedachter Geistesfunk. Alles, was ausgedacht ist, ist schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Ja. Und du bestimmst über alles und jeden. Und jetzt habe ich doch in den letzten Selbstgesprächen, das machen wir mal da wieder weg, das brauchen wir, das ist eigentlich hinfällig. So. In die letzten Selbstgespräche, da habe ich doch immer wieder darauf hingewiesen, du kannst den Glauben, den tiefsten inneren Glauben in dir verwirklichst du und das Realisieren heißt letztendlich, dass du feinstoffliche Gedanken, die du jetzt denkst, zum Beispiel den Eiffelturm, kannst du realisieren, dass dieser jetzt hundertprozentig sicher feinstoffliche Gedanke eines Eiffelturms in Paris ist rein eine geistige Vorstellung. Kann ich zu einer sinnlichen Wahrnehmung machen, das heißt auf die VR-Brille holen wie in ein Videospiel, wenn wir hingehen, wenn du ein Spieler bist, wenn ich glaube, dass das, was ich jetzt denke, der Eiffelturm auch dann da außen ist, wenn ich nicht an ihn denke. Das wird natürlich, wenn ich weiß, das ist ein Spiel, das ist auf der Datei, sieht es nochmal anders aus. Genau. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt glaubst, dass die Krankenhäuser voll sind, dann wirst du, wenn du losmarschierst und das überprüfst, früher habe ich das immer meine Hühnerfarm genannt, wo die Hühner gequält waren, dann wirst du, wenn du das überprüfst, wirst du das auf die VR-Brille holen können. Aber ich sage immer wieder, da gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Und ich mache das, ich packe das einmal in ein anderes Beispiel. Dazu erzähle ich jetzt eine Geschichte. Da denke ich mir jetzt an Michael aus, der in Amerika wohnt, seit seinem 18. Lebensjahr, Michael Schmidt. Und das war so ein Thema. Wir sitzen als Brösel zusammen bei seiner Mutter in Überlingen. Und da war kurz vorher war 9/11. Und dann kommt die Argumentation, ja, wenn ich jetzt nach New York fliege, dann sind die Türme ja nicht mehr da. Und dann sage ich, das ist richtig, weil du ja in deinem Glauben jetzt hast, dass die hier eingestürzt sind. Du siehst immer nur deinen Glauben. Du kannst nichts anders sehen, wie das, was dir logisch erscheint. Und alles, was jetzt wirklich neu wäre, was dir unlogisch erscheint, erstickst du ja schon in keinem. Und dasselbe ist jetzt mit den Krankenhäusern. Wenn du glaubst, dass da volle Krankenhäuser sind und du überprüfst jetzt das, weil du kennst es ja nur vom Hörensagen, dann sind die Krankenhäuser voll. Ich mache jetzt was Neues dazu. Ich sage es gleich von vorne weg, nicht, dass du wieder eventuell sagst, der erzählt ja schon wieder dasselbe. Ich habe dann hier in den Selbstgesprächen, wo ich dieses Beispiel bringe, gesagt, es kann prinzipiell aber auch sein, dass du hinfliegst und wir machen jetzt einmal folgende Situation, da müssen wir wieder chronologisch denken, dass du gerade unterwegs warst und wie das passiert ist, hast du weder Nachrichten oder Fernsehen irgendeine Kommunikation über Medien gehabt. Und du fliegst jetzt mit dem vollen Glauben hin, dass die Türme noch da sind und dann steigst du aus und dann plötzlich erfährst du von allen Seiten, dass die ja nicht mehr existieren. Das wäre jetzt möglich, dass du durchaus dann glaubst, dass die noch da sind und dann was anderes erlebst, weil hier irgendwie, wieso auch immer, eine Veränderung stattgefunden hat. Mhm. Die Veränderung kann zum Beispiel auch sein, dass du jetzt glaubst, bis dadurch, dass die Krankenhäuser voll sind und plötzlich durch Holofeeling leuchtet dir ein, hey, wenn ich jetzt da hinfahre, sind die ja bloß voll, weil ich das glaube. Und dann kippt es schon um und dann wirst du feststellen, dann werden sie nochmal voll sein, wenn du hinfährst. Ja. Und wenn du jetzt an zweiten Brösel hast, der das Gegenteil behauptet, und das ist jetzt wichtig, wo ich darauf hinweise, und ihr fahrt zu zweit los, weil der das ja auch, der hat gelesen und gehört, dass die Krankenhäuser leer sind, und du hast gelesen und gehört, andere Informationsquellen, die einen halten sich an der offiziellen Presse und die anderen halten sich bei den abstrusen Thesen von Querdenkern. Alternative Fakten. Beide hören das. Ich muss ganz kurz, Max, was du wolltest, warte, ich mach's schnell auf. Äugerchen kommt. Wir sind voll im Stress. Okay, und ihr fahrt jetzt dahin. Und jetzt ist sehr interessant, wer von beiden du zu sein glaubst. Es wird sich mit höchster Wahrscheinlichkeit dein Glauben verwirklichen und jetzt ist es entscheidend, dass jeden, den du dir ausdenkst, das schaffst du ja selber in deinen Traum. Und das sind die Kisten, wo du dir dann hineindenkst, was die Kisten drin ist, was die sehen. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, Almener-Vortrag vor über 20 Jahren. Ich sage, wenn du jetzt glaubst, du bist jetzt in Almener, einer dieser Zuhörer von dem Vortrag, dann machst du geistig ja schon wieder zu einer Person. Und du hörst ja jetzt den Udo sprechen. Und du schaust jetzt um dich rum. Und dann deine Logik wird dir aufzwingen, dass all die anderen um dich rum auch den Udo sprechen hören. Das heißt, in dem Moment lebst du in dem Wahn, dass du glaubst, Gedanken von dir, die du dir ausdenkst, Menschen, auch wenn die sinnlich wahrgenommen werden in dem Moment, dass die was empfinden, dass die was hören, dann wird es für dich so sein. Und interessanterweise, wenn du jetzt einen dieser Menschen fragst um dich herum, hörst du den da vorne auch sprechen? Was würde der dann antworten? Genau das, was du glaubst, das wirst du den gar nicht fragen, weil das in deinem tiefsten Glauben verankert ist. Selbst wenn du den jetzt fragen würdest, wird er das antworten, wieder was du glaubst. Ja. Es steht und fällt mit deinem Glauben. Und jetzt kommt Holofeeling und sagt, dein momentaner Glaube ist noch nicht dein Glaube. Es ist ein Schwamminhalt, den du zu durchschauen hast. Das ist eine Prüfungsebene. Ja. Holofeeling ist dein ureigenster Glaube. Ich werde auch ganz genau erklären, wieso, weil du nämlich ich bist. Du bist ich zurzeit auf einer Bühne, eine Rolle, die du spielst, die Bühne des Lebens und hast vollkommen vergessen, wer du eigentlich bist. Weil du dich absolut verwechselst mit dem, an den du denkst, wenn du jetzt in dem Moment an dich selbst denkst. Ja. Dann baut sich in dir wieder dieser Körper auf,
das Spiel. Und das ist alles. Wir sind in einer Zeitwende. Und du musst nichts tun. Ich betone immer wieder, das ist maßgeschneidert. Holger, du darfst das gern machen. Es ist, mein Holger grätscht halt sofort immer wieder rein. Unbewusstheit, eine Demonstration von Unbewusstheit. Aber ist das, macht das nicht eigentlich neu zu jeder, der in dir auftaucht? Hast du dich selbst schon mal beobachtet? Das, was du zu sein glaubst, ist nicht das, das unbewussteste Wesen überhaupt? Weil wenn du an dich denkst, der Gedanke an dich selbst ist eigentlich letzten Endes der einzige Gedanke, der das verstehen kann. Also nicht einmal der Gedanke, sondern der, der sich mit diesen Gedanken verwechselt. Du verwechselst dich ja eigentlich bloß mit einem Gedanken. Und jetzt kann ich schon wieder sagen, das sind immer einseitige Aussagen. Wir haben 16 Perspektiven. Mhm. Weil jetzt deine Gedanken du auch ganz klar wieder aufsplitten kannst, an welchen Körper denkst du, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Du wirst dich jetzt nicht mit den Säuglingen denken, wenn du an dich als Säugling denkst, wirst du dich mit denen einmal verwechseln. Du wirst zwar nicht bezweifeln, dass du das einmal warst, aber den gibt es ja schon lange nicht mehr. Interessant ist es nicht schizophren, dass ich jetzt an was denke, das in dem Moment entsteht, wo ich es denke. Und wenn ich jetzt reinschreibe, mich, was glaube ich eigentlich, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das ja gar nicht existiert. Oder nicht mehr existiert. Obwohl das Ding doch in dem Moment, wo ich es denke, eindeutig in meinem Kopf existiert. Genau. Ja. Der widerspricht sich ja laufend. Nein, du musst nur zuhören. Genau. Und dann ist hier das Hörmann-Video in dem letzten Selbstgespräch, dass der wirklich, wenn wir mal das ganze raumzeitliche Welt besser machen wollen, wegmachen, dass er komplett eigentlich in einer leichten Form von Holofeeling spricht. Ja, stimmt. Von hin bis vorne. Ich habe mal schon überlegt, dass ich hier viele kleine Einstatt, wo er macht. Es gibt nur Bewusstsein. Ich kann hier Stellen, immer wieder kleine Stellen machen. Das ist 1:1 ist das Holofeeling. Mhm. Was aber nichts nützt, das ist der Betrug in der Welt. Es ist eine reine Selbstverarschung. Mhm. Und da ist nichts und niemand schuld, den du dir ausdenkst. Ja. Du kannst Gedanken von dir doch nicht die Schuld geben, dass die so sind, wie sie von dir gedacht werden. Setze für jetzt Gedanken, sage ich immer wieder, Informationen, nenne das Menschen, nenne es, wie du es willst, nenne es Glaubenssysteme. Wer denkt sich die Glaubenssysteme aus? Gibt es eigentlich Moslems oder Katholiken oder Protestanten oder Hindus, wenn sie nicht gedacht werden? Ja. Dann sind die nicht gedachte Gedanken, die sind noch da als denkbare Möglichkeit. Und jetzt denk einfach an das Internet. Wie viele Milliarden von Internetseiten, die wir uns jetzt ausdenken? Davon hast du schon angeschaut. Solange ich natürlich glaube, dass die da außen auch dann sind, wenn ich nicht dran denke, habe ich sowieso verloren. Ich breche das zweite Gebot. Ich sage, wenn mir das zweite Gebot schon so Schwierigkeiten macht, brauche ich auf die anderen gar nicht genauer eingehen. Und es hängt nicht von irgendwelchen Idioten ab, die du dir ausdenkst. Ich sage, der einzige Idiot, der einfache Mensch bist du selber. Du bist der Einzige, der es in der Hand hat, die komplette Welt zu verändern. Deine Traumwelt, den Traum kann nur der verändern, der träumt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wir machen hier keine religiösen Fantastereien, reine Dogmen, die du nachäffst, egal in welcher Religion du dich zugehörig gefühlt hast bis dato. Wir machen keine esoterischen Spinnereien. Das sind alles uniformierte, ausgedachte Menschen, sind vergängliche Erscheinungen. Das ist ein Gespräch von Geist zu Geist. Ja. Also bemühe dich nicht, die von dir ausgedachten Menschen verändern zu wollen, sondern schau einfach, was da ist, und dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, dass das, was du nicht denkst, nicht da ist. Und das, was nicht da ist, macht auch keine Probleme. No. Jetzt kann ich wieder sagen, hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit geatmet? Jetzt musst du zwangs schon mit der Frage, taucht ganz leicht im Hintergrund der Körper auf. Weil den brauchst du ja, um zu atmen, so wie du Atmen definierst. Aber dieser Atem, ATM, da haben wir schon wieder unser Atom, die Konsonante Radix von Atom, das Unteilbare. Du machst schon wieder das Spiel und machst es chronologisch. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und alles, was auftaucht, stimmt, passt, ist richtig und ist wie ich dick, ja, wenn es auftaucht. Es kann den Mittelpunkt nicht verlassen. Die Kamera Obscura ist übrigens eine ganz interessante Sache. Ich habe gerade angesprochen, dieses Newtonsche Farbenlehre, wir denken uns an Newton aus, du kannst immer nur das ausdenken, wo Wissen ist.
unser Selbsttest, wo ich sage jetzt, dieser Seefahrerbaum, geh doch einmal unter die Menschen, wo ich sage jetzt in deinem Traum als Brüssel und der Brüssel und zeig das der Masse. Ich nenne es in Weißenbruch immer hier mein Kauflandbeispiel. Das ist rein die Menschen im Kaufland, das ist, es klingt jetzt so unendlich lieblos und herzlos, es sind Affen. Schon die ganze Physiognomie, wo du siehst, einfachste Form vom Mensch überhaupt, hast du zu lieben, wie du alle Tiere im Zoo zu lieben hast. Ich schmälere das jetzt nicht. Hm. Ein einfaches Zoo-Beispiel, seit über einem Vierteljahrhundert, sage ich, wenn du durch ein Zoo gehst, du kannst all diese unterschiedlichen Kreaturen, die in dir auftauchen, diese Lebensformen, kannst du bewundern. Vom Regenwurm bis zur Giftschlange und nichts und niemand, kein Tierchen, das du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass es von dir jetzt so geträumt wird und du als träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, dass du diese Fülle von Lebewesen in dir aufschmeißt. Ja. Und werf keinen von dir ausgedachten Lebewesen vor, dass es genauso ist, wie es ist, wie es von dir geträumt wird. Die Ursache ist dein Schwamminhalt, dein Programm. Denk an meine Computermetapher. Das sind so Sätze, wo ich sage, ich werde nicht auf die Idee kommen, einen Regenwurm vorzuwerfen, dass er nicht fliegen kann und einen Löwen vorzuwerfen, dass er Fleisch isst. Es wurde so von Gott erschaffen und du bist Gott für die Welt, die du träumst, die du aus dir herausschöpfst. Ja. Alles, was du träumst, alles, was du aus dir herausschöpfst und gedanklich um dich herum verstreust in Raum und Zeit, obwohl das nur deine Information ist, in ständig wechselnden Bildern. Eine kindgerechte, einfache Beschreibung von dem, was ist. Und du kriegst so einen unendlichen Frieden, wenn du begreifst, dass das niemals irgendein von dir ausgedachter Mensch verstehen wird. Du musst der Erste sein. Wenn du nämlich wach wirst, kriegst du ganz andere Möglichkeiten. Jetzt symbolisch, geistig wach wirst. Und dann hast du keine Angst mehr, dass du irgendwas verlierst. Wie ich immer sage, alles, was du dir ausdenkst, was du dir vorstellst, kriegst du auch in dem Moment, wo die Gedankenwelle wieder in dich reinfällt, zurück. An dir selbst, an dem nicht denkbaren Geist, Bewusstsein, nenn es, wie du es willst. Ich nenne es auch gern E-Quadrat oder Licht, Rot. Haben wir gerade gehabt. Bei Rau, Or. Ja. Das sind die Facetten eines Wortes. Verändert sich dabei nichts. Darum wirst du auch immer wieder, wenn ich darauf hinweise, das Gefühl für dich selbst, für dieses Nichts, das du bist, dir eingestehen müssen, habe ich mich jetzt eigentlich der das Leben erlebt, verändert, egal an welchen Körper ich jetzt denke. Nee, ich bin immer noch dasselbe Ich. Das Ich, das mit wenig Wissen in die Schule gekommen ist, das aus der Schule rausgekommen ist, das sich irgendwann einmal verliebt hat, das wuschig war, wie der Udo immer sagt. All das habe alles ich erlebt. Aber es ist sehr reduziert auf den Intellekt, auf den Schwamminhalt, den ich zum Denken benutze. Und jetzt spiegelt es langsam raus, das sind die Hörmanns. Ja. Jetzt kann ich wieder sagen, den gibt es schon länger, dann schaue ich unwieder Verdattung, das hat er ja schon erzählt. In der Vergangenheit war nie was. Nicht. Das ist dieses ständige, alles, was jemals war und was noch sein wird, ist jetzt schon in dir drin. Und was du dann letztendlich aus dir entfaltest, hängt von der Logik ab, die du zum Denken benutzt. Und mit Holofeeling kriegst du eine riesen Erweiterung deines Programms und deiner Dauer. Und du musst nichts in deiner jetzigen Personifizierung nichts tun. Du musst es nur geschehen lassen. Das ist das Hauptproblem. Du lässt es nicht geschehen. Du mischst dich ständig ein. Du willst Sachen, die sich auflösen wollen, willst du festhalten. Das sind jetzt, wenn wir in das Hörmann-Video reingehen, da sind viele Sachen, das loslassen können. Die kleinen Marotten, sprich dir an in dem Video. Hast du es gesehen? Ist dir das gekommen? Ja. Das ist auch nicht schlimm, wenn du die weitermachst, aber dann wirst du irgendwann einmal merken, solange ich das nicht opfere, kann nichts vollkommen Neues kommen. Weil mit jeder der Flügelschlag des Schmetterlings jetzt in einem aufgezogenen Bereich, raumzeitlich gesehen, hält dich in dieser Blase fest. Ja. Die Gedankenblase. Und du wirst dann nicht rauskommen, wenn du jetzt unbedingt weg willst. Ein Ich will und ein Ich will nicht. Wiederholt es ständig bis zum Erbrechen, bis du in Bezug auf gewisse Gedanken eine vollkommene Gleichgültigkeit kriegst. Und allen voran, eins sollte dir vollkommen gleichgültig sein, das ist dieses Ding, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Dass jegliche Form von Angst weg ist. Was ist jetzt die Machtausübung von der linksfaschistischen Form, die ich jetzt in dich programmiert habe, die du zu durchschauen hast? Diese ganze Masse, wenn ich dir zeige in der Bildzeitung, jetzt Menschen, die nicht geimpft sind. Das sind wie Aussätzige, die Gesunden sind eigentlich, die ganz normal gesund sind, was du früher gesund genannt hast, waren jetzt die Aussätzigen und die Störfaktoren, die gefährlich sind für alle anderen. Ja.
Aber ich habe früher schon mal gesagt, ich mache jetzt ein kleines Beispiel, selbst da in dem Denken, dass ich geistlos nachäffe, die ganzen, die hier mit ihren Masken teilweise rumlaufen, es ist so zu erschüttern, das sind hochgradige, ich sage mal, jetzt in Bezug auf die Vergangenheit Nazis. Es ist vollkommen, die haben eine Scheißangst, dass sie ihren Körper verlieren. Weil sie genau diese Programmierung haben, du bist ja dieser vergängliche Körper. Die Schulmedizin, alles funktioniert in diesem Schema, was überhaupt nicht existieren würde, wenn du das nicht denkst. Ja. Meine Insel, wo ich sage, wo man jedes Kind, wir können das durchaus noch körperlich durchleben, auf einer Bühne des Lebens und mit dem vollen Bewusstsein, was ich selbst bin und was Gedanken sind. Aber ich sage jetzt nochmal mit den Impfen und Nicht-Impfen. Bei Holofeeling geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist, schau einfach, was ist und nachher wirst du neue Einsichten kriegen. Und jetzt ist es zum Beispiel bei Masern. Das war jetzt, wir machen statt Impfen, das setzen wir jetzt nur Masern und da heißt es ja ganz definitiv, in den Kindergarten dürfen bloß Kinder rein, die geimpft sind. Aber keine, die nicht geimpft sind. Ich sage, wenn du einmal das jetzt spiegelst und logisch denkst, wieso regen die sich auf, dass ein Nicht-Geimpfter reingeht, weil die geimpft sind, die können ja nichts kriegen. Das heißt, sollte jetzt ein Nicht-Geimpfter in den Kindergarten reingehen, sind ja die geimpften Kinder, können sich ja nicht mehr anstecken. Der einzig Leidtragende ist ja dann ein Nicht-Geimpfte, weil der kann ja was kriegen. So, und jetzt setze für dieses Masern jetzt einfach Corona. Wieso haben die eine panische Angst, die Geimpften von den Nicht-Geimpften? Die rotten sich doch selber aus nach dieser Logik. Wenn das so tödlich ist, ist doch die Einzigen, die draufgehen können an Corona, die nicht geimpfen. Also das Problem löst sich doch von selber. Das kann doch den Geimpften am Arsch vorbeigehen. Aber die Geimpften haben eine panische Angst vor den Nicht-Geimpften. Die ja in ihrer Logik, weil die ja geimpft sind, doch gar nichts passieren kann, wenn das stimmt. Unglaublich. Unglaublich. Hast du das schon immer so gesehen? Ein göttlicher Witz. Das ist ein einziger, ich sage ja, deine Welt ist ein einziger Witz und ihr habt die Bäume nicht verstanden, ihr Geisteswunden. Ja. Da müsst man selber denken. Reinhard macht es jetzt so und immer fest draufhauen und immer fest draufhauen im Hintergrund. Du haust doch auf dich selber drauf. Versuch doch einmal selber zu denken, das machst du, wenn du anfängst, die Ohrenbohrungen dir anzuhören. Ja. Aber jetzt sage ich das Selbststudium, ich greife auf das Selbstgespräch und das Vorhergehende. Das ist jetzt ganz interessant. Lass das wirklich auf dich wirken, wenn du was liest. Ich werde jetzt die Bildzeitung holen, meine Lieblingszeitung, und du liest die Leserbriefe, wie die jetzt teilweise so interessant an Leserbriefen, wie die Meinungen sich hin und her schieben, weil gerade jetzt die Bildzeitung, die ja so das normale geistlose Mainstream vertreten hat, wir sind in einer Wendezeit, es kippt jetzt um. Ich kann jetzt an einen Querdenker, ich zitiere jetzt einen Querdenker, der sagt, ich hätte niemals in meinem Leben geglaubt, dass ich einmal zu euch sage, die seriöseste Zeitung, die zurzeit in Deutschland zu lesen ist, ist die Bild-Zeitung. Wobei die Zeitung selber ja, Anführungszeichen, nur relativ harmlos ist. Du musst da mal auf dem Bild-TV-Kanal auf YouTube draufgehen. Da sind sie ja noch wesentlich krasser wie in der Zeitung selber, wie sie gegen dieses System wettern. Aber es bleibt Einseitigkeit. Ja. Bei Holofeeling schreibt mir keine Einseitigkeit an, sondern ich erkläre, dass genau dieser Kampf um Einseitigkeit, egal ob du ein Querdenker bist und diese Thesen geistlos nachhältst oder ob du Mainstream-Meinung vertrittst, rechts-links vertrittst, Protestanten, Katholiken, Zeugen Jehovas, jede einseitige Meinung, sobald du mit einer einseitigen Meinung sympathisierst, leidest du an dieser Unvollkommenheit eines vollkommen fehlerhaften Glaubens. Ja. Egal welchen Glauben du anhängst, wenn dein Glaube Feindbilder postuliert oder definiert, das stimmt nicht, das ist verkehrt, ist dein Glaube fehlerhaft. Wenn du über der Tasse stehst, ist für dich jeder Glaube und jede Äußerung richtig. Mhm. Auch was welche über dich äußern. Mhm. Das ist, ich mache nochmal, ich habe es angesprochen, der Hörmann, wenn er sagt, wenn jetzt irgendeiner zu mir sagt, das ist ja, der Hörmann ist ein vollkommener Idiot. Ich sage das, ich beziehe das immer von Brüssel Udo. Dann hat er recht, das ist doch seine Meinung, seine Perspektive, der sieht es so. Das ist wie wenn einer sagt, der Henkel ist links. Oder einer behauptet, nee, da ist kein Henkel dran, ihr seid ja blind. Ja. Ja. Und ich kann doch nicht behaupten, dass die Richtung, wenn ich weiß, jede Richtung ist ein Teil vom Heiligen Ganzen, wenn ich weiß, dass ich die Tasse bin, dass der nicht recht hat.
aber das kann ich mit einer Gelassenheit erst, wenn ich weiß, dass ich was ganz was anderes bin, wie Menschen, die mich jetzt anschauen, die nur einen Zeitaspekt, einen kleinen Aspekt draufheben. Ich bin ja jetzt nicht nur der alte Sack, ich war mal der junge, hübsche Mann. Also gut, Schönheit liegt mit dem Auge des Betrachters. Das ist das Spiel. Und die haben alle recht, es gibt einen unendlichen Frieden, wenn du das verstehst. Und in dem Moment, wo du der Erste bist, wächst es aus dir heraus, wieso meinst du, dass jetzt ein Hörmann in dir auftaucht? Nee. Wenn du dich darauf einlässt, das hängt jetzt die Frage, inwieweit du schon infiziert bist mit Holophilik. Das ist nämlich auch ein Virus. Es ist immer wieder nur Programme. Das ist mit einem Virus ist eine Sache. Ist ein Virus bloß was Negatives in der Symbolik? Was heißt eigentlich Virus? Jetzt gehen wir auf Vier rein. Das ist, da lacht dich das Männliche eigentlich schon an. Das ist das Verrückte. Müssen wir mal ganz schauen, ich bin ja doof. Das Schöne ist, man kann ja alles nachschauen. Man kann ja wirklich alles nachschauen. Schau dir zum Beispiel das Monster, habe ich heute schon angesprochen. Dass ja. Wenn du in das Monstro reingehst, die Monster in deiner Welt, das sind deine Politiker, das sind die Angsthasen, das sind die Rechthaber, die Dorsens, die, wie sie alle heißen, die dir erklären, das ist richtig, die zeigen dir, ich sag, die demonstrieren dir, die Demonstration von vollkommener Geistlosigkeit. Die Dämonen demonstrieren dir eigentlich Einseitigkeit, Unvollkommenheit. Jeder einseitige Rechthaber demonstriert, das sind die Monster in deiner Welt. Ja. Das ist die zeigen, das heißt Moneo, Monstro heißt zeigen, weisen, hinweisen, auf etwas hinweisen, dir etwas zeigen, auch dich etwas lehren. Die größten Lehrer sind, zeigen dir, wie man es nicht macht. Ja. Sagen wir wieder alle, die sind Vorbilder für dich, wie man es nicht macht. Extrem überzeichnete Karikaturen von Geistlosigkeit. Wirklich einseitige Menschen, die an Einseitigkeiten hängen, sind geistlos, weil Geist ist vollkommen. Ja. Aber die Puzzlestückchen wiedergeben das Ganze. Und jetzt schauen wir mal hier unsere Viren an. Da haben wir ja die vier, können wir ja mit einem E lesen, dann haben wir schon die vier Seiten des Einheitskreises. Genau. So, ihr bekämpft den Mann in euch. US könnte ich sagen, der Mann, US, ist verbundenes Bewusstsein. Die natürliche Feuchtigkeit, das ist El Hayom, das ist hohe Wasser, aus dem alles entspringt. Das ist geöffnete Berechnung, ist GE-Quadrat, Wechsel. Das sind alles Gewächse. Da komme ich jetzt in den blauen Bereich rein. Das ist der Samen von dir. Und jetzt muss ich aber wissen, dass Samen, wenn wir hier den Samen schreiben, ist jeder Samen, jedes Korn, ist eine Selektion einer gestaltgewordenen Existenz. Ja. Und jetzt kriegst du den Zeitpunkt. Das ist ein Einberufen, ein Vorladen und ein Zusammenbringen vor dich hin. Das ist Zeit. Das ist eine festgesetzte Zeit, ist ein Moment. Zack, zack, jetzt. Das ist dein Samen. Diese Einzelbilder. Das ist ein Computerprogramm. Ich sage es euch immer wieder, interessiere dich. Und jetzt die Reife, zuerst hast du zu lernen, nicht in die Hosen zu scheißen und von nichts und niemandem Angst zu haben. Bevor das nicht hundertprozentig in dir installiert ist, hast du nicht verstanden, was du selbst bist. Und dann wirst du leiden bis in alle Ewigkeit, bis du irgendwann einmal erkennst, ich kann mich ja gar nicht auflösen. Ich, der dieses Leben erlebt, das Leben selber, Leben. Sag mal, ich bin nicht eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Ja, das bin ich in dem Moment, wo ich zum Träumen, zum Denken anfange. Mhm. Ich kann aber das natürlich rot schreiben, dann heißt es zum Sohn werden. Das ist eben dieses LBN, das Leben, das Weiß, das Weib, die weiße Farbe. Aber es heißt natürlich auch, wenn ich das so ganz rot mache, heißt es zum Sohn hin, zum Gottessohn werden. Und der ist dann das Nicht-Denkbare, aus dem alles entspringt. Ganz simpel, ganz einfach, easy, Vordersprache, leichte Sprache. Außer man mischt, der normale Intellekt mischt sich ein. Und man redet sich ständig ein, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also ein Blödsinn, was behauptet, ich kann ja nicht da gewesen sein vor meiner Mutter. Mich wird es ja nicht geben, wenn meine Mutter nicht da wäre. Was übrigens auch richtig ist, du hast nie hören, dass eine Aussage nicht richtig ist. Ich muss jetzt bloß wissen, dass Mutter, Mäder, Mädes, Matrix heißt. Und jetzt ist immer, wir müssten das lernen, was denkst du, wenn du an dich denkst.
bist. Schon die Äußerung, ich würde es ja nicht geben, wenn es meine Mutter nicht gebe, dann kannst du durchaus, wenn du an dich denkst, denkst du an ein sterbliches Säugetier. Mhm. Und dann brauchst du eine Matrix, du brauchst die Mutter. Aber die wiederum, wenn du an dich denkst, an den, der du bist, rot gelesen, gibt es deine Mutter nicht ohne dich, weil da muss jetzt erst einmal da sein, der sich eine Mutter ausdenkt. Genau. Und Mutter am, die schöpferische Gestaltwerdung, ist ein großes Symbol für das Grundmatrix-Programm und zwangsläufig alles, was aus dem Matrix-Programm entspringt. Alles Existierende ist weiblich. Ja. Ich weiß. Und das Ewige ist männlich. Das ist der Mann, das ist wir. Der Virus ist nichts Negatives, sondern das ist der Mann, ist verbundenes Bewusstsein. Genau. Aber da wirst du jetzt irgendwann einmal merken, dass wir auch mit den Namen zur Jungfrau kommen, dann ist der Junge wird zu einer Frau, weil er sich weiblich macht. Und ich sage, der ganze Genderwahn. Geist ist Geist und du spielst als Geist die Rolle eines Mannes und du spielst als Geist die Rolle einer Frau. Der Geist ist gleichwertig. Zu überdiskutieren, was geistig hoher stehender ist, das ist ein reiner geistlos nachgehefter Blödsinn. Genau. Das ist die Frau. Die Frau will das Männliche vernichten. Die Logik, das ist Materialismus. Materialismus hat jegliche Form von Geistigkeit ausgemerzt. Im Anfang war die Materie und Bewusstsein ist ein, Hörmann sagte so schön, das sind zwei Urknalls in dem Ding. Das ist das erste Mal ein ausgedachter Urknall, wo sich hier gespalten hat und Materie entstanden ist. Und der zweite Urknall ist, dass die Materie sich nochmal dann abgetrennt Bewusstsein entwickelt hat. Das ist der Stand der Technik, auch der Religion, weil alle religiöse Menschen tiefgläubige Materialisten sind, die chronologisch denken. Auch die ganzen Esoteriker sind tiefgläubige Materialisten. Auch wenn sie von Spiritualität lesen. Du beobachte diese Monster in deinem Traum. Mit was für einer Hartnäckigkeit, die versuchen, ihren Trockennasen auf dem Körper durch richtige vegane Nahrung, dass andere Tiere, die ich mir ausdenke, nicht leiden müssen. Ein einseitiges Gutmenschentum, das immer noch was bekämpft hat, mit gut nichts zu tun. Wirklich rot gelesen, gut ist allumfassende Liebe. Das ist der Schlüssel und du musst der Erste sein. Du musst die Schuld auf dich nehmen. Weil wenn du die Schuld auf dich nimmst, dann dieses immer wieder von mir zitierte, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und ich sage zuerst einmal, der sich das ausdenkt, was er sich ausdenkt. Ja. Der hat es gemacht. Und der ist dafür verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich. Ja. Für die Kriege, für Corona, für alles. Und im selben Moment auch nicht verantwortlich, weil mir die andere Seite dazu nehme, weil du zurzeit noch ein sehr unreifer, träumender Geist in der Matrix bist. Genau. Du bist die Matrix und denkst dich als eine Figur in deine eigene Matrix hinein. Weil von der absoluten Eins ausgehend gibt es keine Trennung. Es kann immer nur aus dem Universum, aus dem einen herauskommen. Dass wir, sprich Singular, auch der Singular ist ein wunderschönes Wort. Wir haben ja das Mono, aber das Singular, das sage ich immer wieder, da haben wir Sin, den Sinus, immer ein Vorher und Nachher wird miteinander verbunden, ich mache es jetzt nicht nochmal ein, und dann haben wir schon Gull. Das ist, da ist die Radix von Gall mit dabei. Genau. Wenn ich jetzt reinspringe. Ja. Der Geist wird zu einem aufgespannten Licht. Ja. Das Gehirn wird zu einem aufgespannten Licht, wenn wir es ganz blau machen. Dann sind wir schon mal wieder im Materialismus. Und da muss ich doch nicht diskutieren, wenn ich jetzt eine Figur habe, die das nicht wahrhaben will. Ich sage, lass sie wieder in dich reinfallen. Ja. Dann kannst du wieder sagen, ja, aber das ist doch, der liegt mir am Herzen und der muss das doch auch wissen. Ich will den retten und den retten. Du rettest jemanden, wenn du ihn nicht mehr denkst. Die zappeln und kämpfen ums Überleben, solange sie von dir ausgedacht werden. Die haben keine Probleme mehr, wenn du sie nicht denkst. Dann sind sie in der Heiligkeit. In der absoluten Sicherheit. Es ich. Ist er. Das Bewusstsein des roten Ich ist der Erwachte in Verbindung mit mir. Genau. Mhm. Das ist die absolute Sicherheit. Kannst du den Satz nochmal wiederholen? Welchen, den letzten? Ja. Die absolute, ich sage immer wieder, wenn du jetzt irgendwen retten willst, den du dir ausdenkst, dann denk ihn einfach nicht mehr. Dann fällt er zurück in dich, in die absolute Sicherheit. In die Heiligkeit. Bewusstsein, ein bewusstes Ich ist er. Mein E-Quadrat, diese Energie, dieser Kopf ins Zentrum und in dem Zentrum ist nichts. Das, was sich abspielt, was eine Rolle spielt,
Der Wir-BL, wir im Nichts. Um uns herum ist der Sturm, der Sturm. Sturm heißt wild, widerlegen. Bis du das Prinzip durchschaut hast. Und M am Ende, Besitzanzeigen ist Fürwort in Bezug auf Männer. Ihr wildes, unüberlegtes und dann doch wieder überlegtes. Jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Wenn ich was unüberlegt äußere, überlege ich das doch trotzdem. Genau. Das hebt sich immer, das wird die in der Balance denken können. Macht den Geist aus und dazu brauche ich nicht viel intellektuelles Wissen. Darum sage ich immer wieder, wenn du den inneren Frieden hast und zuhörst, dann nickst du eigentlich bloß und dann müssen wir nicht jetzt in so Fachgebiete reingehen, die natürlich auch sehr spaßig sind, wenn man sich jetzt Goethes Farbenlehre nimmt. Newton Goethe. Das ist übrigens auch, wenn man dann hier ein schönes Video, wenn einer physikaffin ist, das wäre jetzt wieder wie mein Folgerprogramm etwas, der da total drauf abfährt. Und da wirst du feststellen, dass da auch wieder so viele Widersprüche sind. Das ist eigentlich nur das Spiel zwischen Krishna und Arjuna im Hinduismus, das Spiel zwischen den schwarzen und den weißen Löchern. Ja. Weil selbst auch das Warum, alles, was wir denken, denn ich ist nicht bewusst, dass immer das Gegenteil dazu brauchen, sonst kannst du das gar nicht denken. Mein Beispiel ist jetzt schön still. Du siehst immer nur eine Seite, du schaust nach oben, das ist die Dualität. Wie oft habe ich das erklärt? Du bist die Mitte. Du vergisst es ständig. Wenn du dir jetzt was nach oben denkst, die Wolken oder den Himmel, dann ist nur das da, was du jetzt denkst. Und jetzt kannst du dir bewusst machen, was die andere Seite ist, das unten, das bist du dann selber. Mhm. Also gut, ich bin unten und da oben sind die Wolken. Aber wie sieht es, wenn ich jetzt in die andere Seite sage, da unten ist der Boden? Dann bin ich ja oben. Bin ich oben oder unten? Das ist die Mitte. Die Mitte. Dick. Wenn du nach rechts schaust, fällt dir links. Wenn du nach links schaust, fällt dir rechts. Das ist alles austauschbar. Ja. Das ist ein Spiel der Sprache. Und Sprache wiederum sind Zahlen. Ich erzähle dir was. Sefer. Im Hebräischen. Es sind Zahlen, ein Spiel mit Zahlen in einem ganz, ganz einfachen Schema. Das findest du in allen Religionen. Jetzt kann man natürlich, wie wir verschiedene Betriebssysteme haben, ich habe das so oft gesagt, kann man das umrechnen. Wenn ein gemeinsamer Parameter da ist. Weißt du, hörst es, die ist eigentlich das gar nicht bewusst. Wenn ich jetzt sage, wir haben irgendeinen Textausdruck, du kannst prinzipiell nicht sehen, ob jetzt die Datei, wenn wir jetzt hier einen Brief aufmachen, kannst du nicht sehen, ob das jetzt hier eine PDF-Datei ist im Hintergrund oder ob das eine Word-Datei ist oder eine LibreOffice-Datei ist. Es gibt noch endlich andere. Mhm. Der Textausdruck bleibt komplett das Gleiche. Es ist aber auf der Datei komplett unterschiedliche Zahlenstrukturen drauf, also dieses digitale Raster. Mhm. Du kannst jetzt durchaus, wenn du jetzt ein PDF hast, kannst du das in die anderen Formaten umrechnen, weil ein gemeinsamer Parameter da ist, das ist das Dokument. Sobald ein gemeinsamer Parameter da ist, kannst du die tiefere Ebene umrechnen. Jetzt machen wir Zahlen. Und das ist dasselbe, was ich sage, man setze einfach Sprachen. Aber jetzt kommen wir in einen Bereich, dass da oft Kompatibilitäten sind, dass ich meinetwegen mit PDF Sachen darstellen kann, die ich im Editor, das ist auch ein Textverarbeitungsprogramm, gar nicht darstellen kann, dann kannst du das nicht umrechnen, weil der Editor zum Beispiel Bilddarstellung oder Schriftartendarstellung gar nicht ermöglicht. Mhm. Das heißt, es ist immer diese Abwärtskompatibilität, wie ich das nenne. Und Holofeeling ist abwärtskompatibel zu sämtlichen von Menschen ausgedachten religiösen oder intellektuellen Denksystemen, politischen Systemen. Genau. Das sind alles Facetten von Holofeeling. Ich sage immer, ein Universalcomputer, wo du, egal welche Datei du reinmachst, der kann das aufmachen. Ja. Das ist Holofeeling. Und die Genialität besteht in diesem ganz, ganz kleinen System, dass das nicht unendlich kompliziert ist. Ich symbolisiere das immer mit meinem Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wo der Dummkopf zuerst einmal sagt, das geht nicht. Und ich zeige dir kindgerecht, wenn du nur genau zuhörst, dass es nicht nur eine, sondern viele Möglichkeiten gibt, unendlich viele Möglichkeiten, das zu realisieren. Ja. Das ewige Leben ist das Leichteste der Welt, es ist schon immer da und es wird immer da sein. Es ist nur, dass du meinst, du bist etwas, das vergänglich ist und das versuchst du möglichst lange am Leben zu halten. Sperrst du dich in das Gefängnis, wo jeder geistlose Narr eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat, sondern der nur geistlos nachhilft. Und dann ist es wurscht, ob du eine
Querdenkermeinung vertrittst oder eine seriöse, wir seriösen Wissenschaftler wissen ja, das ist ein Oxymoron, seriöser Wissenschaftler, da weist dieser Hörmann auch drauf hin, normative Wissenschaften, wenn du schaust, im Deutschen ist es ausgematzt, im amerikanischen Internet wird darauf hingewiesen, es ist schlichtweg und einfach Lüge und Machterhalt. Ja. Es ist Blinde, es erfordert blinden Glauben. Es sind Denksysteme, die man sich ausdenkt, aufbauend auf Axiome, sagt Hörmann wörtlich. Warum sagt er das? Weil ich es so denke. Wie war das in unserem Selbstgespräch, wenn du dich wirklich immer wieder, mit wie viel Zeit beschäftigst du, wenn du was liest? Mit wie viel Zeit beschäftigst du dich mit einem Wort? Mit einem einzigen Wort? Wenn wir jetzt dieses Update uns anschauen, ich springe noch mal ganz kurz rein. Da haben wir den Hörmann Brösel. Hör auf den Mann, der Brösel Franz Hörmann. Hört auf den Mann, der ihn erschaffen und inspiriert hat. Ja. Das habe ich jetzt rot gelesen. Kein Name und Titel ist reiner, purer Zufall. Jetzt muss ich wissen, dass natürlich dieses Pur ist das Los, das Schicksal, das in dir erweckt wird. Blau gelesen. Mhm. Und das ist die Falle. Zu, die Geburt. Von was aufgespannt, einseitig hin und her schwingen, das ist die Falle. Und das ist ja das jetzt vorhergehende Selbstgespräch, wo sehr, sehr präzise ist. Der Brösel Franz Hörmann, das ist jetzt das Pixelmännchen oder der Mensch, den du dir jetzt denkst, der nur ein Gedanke von dir weiß, Weib, ich weiß, wissen jedoch nicht, wer verbunden in diesen Quadratkopf in der Energie sein in Bezug auf den Hörmann blau existierend, wirklich der Schöpfer ist. Und er weiß auch nicht, wer ihn so geistreich inspiriert. Ich sag's dir gleich vorneweg, das bist du. Du, ich. Wieso ich? Weil du dir den jetzt ausdenkst, du denkst dir das Video aus. Kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, sprich eine Figur in einem Traum, was anders erzählen, wie der Träumer träumt? Stell dir mal diese Frage. Ich sag immer wieder, geh davon aus, du träumst jetzt. Ja. Kann der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, diese Figur, dieses Pixelmännchen, dieser Gedanke Udo, als Antagonist in deinem Traum irgendwas anderes tun, machen oder sagen oder anders sein, wie du ihn träumst? Nee. Existiert der Udo, wenn du ihn nicht mehr träumst? Existiert der Hörmann, wenn du ihn nicht träumst? Existierst du selbst, wenn du nicht an dich als Trockenhausnaffe denkst? Nein. Es existiert immer bloß das, was du denkst, was du anschaust, was du interpretierst in einem ständigen Wechsel. Das heißt, dieser Gedanke, Franz Hörmann, weiß nicht, wer jetzt an ihn denkt. Das ist ein Schöpfer. Und da der Franz Hörmann jetzt ein Gedanke in deiner Traumwelt ist, den du erschaffst in deiner Traumwelt, bist du Gott. Du bist sein Gott. Du bist auch der Gott von dem Udo und von dem, der jetzt vom Computer sitzt, mit dem du dich ja ein Leben lang verwechselt hast. Das ist übrigens hundertprozentig sicher die Aussage, auch wenn sich jetzt eventuell in dir alles wehrt. Und die, die mir uns jetzt ausdenken, die sich dagegen aufbegehren, musst du dir keine Gedanken machen, die können nicht anders, die waren von dir so ausgedacht. Die zeigen dir, die demonstrieren dir noch, was, an was du eigentlich glaubst. Mhm. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Weißt du, Brösel, der dich Mensch, blau, Fragezeichen, was ist ein Mensch? Jetzt sage ich immer wieder, bring mir einen normalen Menschen, dem bewusst ist, dass ein Mensch was anderes ist wie ein menschlicher Körper. Hm. Bring mir doch einen gebildeten Menschen an Arzt, die versuchen, Menschen am Leben zu erhalten. Das heißt eigentlich, Programme am Leben zu halten, Lebensgeschichten am Leben zu halten, weil sie nicht loslassen können. Ich sage, wisch schon weg, lösch deine Festplatte und mach ein vollkommen neues Programm drauf. Das ist Holofeeling. Solange du dein Basic als Betriebssystem nicht opfern willst, wirst du niemals Windows-Bilder sehen. Also weißt du, Brösel, mit Brösel rede ich eh nicht. Ich sage immer wieder, ich rede prinzipiell nur zu dem, der mich jetzt ausdenkt, dem Brösel Udo. Ich rede jetzt, das klingt schon verrückt, zu meinem eigenen Schöpfer, der vergessen hat, dass er mein Schöpfer ist. Ja. Weißt du, Brösel, wer dich Mensch erschaffen hat und dich rot gelesen inspiriert, den Geist inspiriert, der du bist? Der Mensch, Fragezeichen, den du ich nennst, und der Mensch, den du Franz Hörmann nennst, zwei verschiedene Gedanken von dir. Das ganze ausgedachte Universum blau gelesen. All rot gelesen, Galaxien und Sonnensysteme.
alle Planeten und zwangsläufig auch die Erde, das erweckte Wissen, repräsiert mit der Fahrersprache und darauf befindlich generierte, von dir generierte, herausgedachte, befindliche Menschheit. Ja. Die du, rot gelesen, Fragezeichen, Klammer auf, ausgedacht, dir, Fragezeichen, ausdenkst. Denkt ein Tier sich was aus? Ja. Also jetzt hast du mal, jedes Tier, das du dir ausdenkst, ist ein Gedanke, den du in dir erschaffst und es ist wieder eine Kiste und du bestimmst, ob ein Tier sich was denken kann, empfinden kann oder nicht empfinden kann. Aber was Ausgedachtes, Existierendes ist in der Regel Materie und Materie empfindet nichts und der Computerchip kann nicht denken. Genau. Werden von Fragezeichen, und jetzt kommt es, ein und denselben bewussten Gottessohn erschaffen und inspirieren. Ein heißt nicht existierend, es El Ben. Es ist Bewusstsein, El ist Gott und Ben ist der Sohn, rot gelesen. Nun sage ich, von einem bewussten Gott ist Sohn. Das ist denselben. Er schien Affen inspiriert. Gerne. Ja. Du träumender Geist. Da steht jetzt, bist du träumender Geistesfunktion, ein bewusster Gottessohn von IUB. Und ich sage dir jetzt, das bist du in dem Moment, wo du mich jetzt sprechen hörst, auch wenn du es noch nicht wahrhaben willst. Mhm. Meinst du, wenn ich das ganze Spiel beginne mit ich bin du, ich reiße mir für irgendeinen Gedanken von mir den Arsch so auf, dass ich mich so erniedrige und mich zu einer Figur in deinem eigenen Traum mache, um dich wach zu machen? Und jetzt hör mal, M.A.L. von Gott, was du Geistes von diesen von dir selbst ausgedachten Pixelfranz in deinem Traumvideo für geistreich inspirierte Worte sprechen lässt. In Klammern, natürlich ist das noch viel unbewusstes raumzeitliches Geschwätz, weil das Wesentliche spricht auch der Franz nicht an. Dieser Pixelfranz, der ist noch in der Vergangenheit, der weist dich darauf hin, was korrupt ist. Was normative Wissenschaften sind, ist eine Lüge. Was Geld ist, ist Selbstentmachtung. Ein Wahnsinn an Fehlern ohne Ende, was Banken sind, was Zinsen sind, wie man aus rauskommt. Darum sage ich hier, aber der Kern eines neuen Sozialsystems, Sozius, immer dran denken, hier in einem gewissen Maß zu sagen, die Brüderlichkeit von Geist zu Geist. Alles, was du an den anderen tust, tust du dir selber. Ich habe jetzt das extra blau gelesen, weil er das ja noch raumzeitlich raus hat und meint, irgendwann in der Zukunft ist der Mensch dann so weit, dass er begreift, dass er in eine Sackgasse sich hineingedacht hat, in eine Selbstentmachtung. Das sind so Kleinigkeiten. Ich weise jetzt darauf hin, dass er Sachen, Geldsystem zum Beispiel, diese Wertschöpfung aus dem Nichts der Banken, du kannst es überall nachlesen. Wo ist unsere Elite? Warum dieses Video müssten normalerweise die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie wirklich im Maße der Bürger, ich sage Politik, geht es nur um den Politikern, geht es um den eigenen Arsch und um die Partei. Die Menschen scheren sich, die scheren sich einen Dreck um ihre Bevölkerung. Ist eh unwichtig, sind Gedanken, Bevölkerung ist Gedanken. Du musst jetzt irgendwann mal wissen, es dreht sich alles um einen, nämlich um den Geist, der träumt. Mir gehen die Menschen, die du dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Es sind vergängliche Erscheinungen. Als Ding an sich. Das klingt jetzt extrem herzlos, aber genau diese extreme Herzlosigkeit ist die absolute Liebe gegenüber alles und jedem. Ja. Der Sinn, wenn die Extreme aufeinanderbrennen, entsteht was vollkommen Neues. Das ist, wenn der Kreis sich schließt. Wenn ich zwei extreme Widersprüche eins mache und was vollkommen Neues entstehen lasse. Mhm. Okay? Um dies zu verwirklichen, benötigt man. Jetzt interessant, ab ist der Vater und das ist er, der Erwachte. Aber der sagt, ich bin du. Ein nicht existierendes, ein absolut neues E-Quadrat-Bewusstsein. Geistreiches, biologisches, lebendig-logisches E, es ist immer E-Quadrat-Bewusstsein. Bios ist das Leben. Leben heißt aber, ich muss was Neues in mir auseinanderschmeißen, aber immer symmetrisch und nicht darum kämpfen, jetzt die Welle, Berg oder Tal ist. Ob rechts jetzt richtig ist oder links richtig ist. Ob oben oder unten richtig ist. Ich sage, es hängt davon ab, in welche Richtung du schaust, aber die andere Seite ist genauso richtig. Genau. Dann kommst du in die vier Seiten. Jede Vorstellung von richtig hat eine Kehrseite und wenn ich von der Kehrseite schaue, ist die verkehrte, die linke Kehrseite
die Richtung, die richtige Seite und die richtige Seite wird zur verkehrten. Jetzt hast du plus, 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 minus, minus, minus und so weiter und so weiter. Jetzt hast du den Einheitskreis. Ist so simpel. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, ob ich vor über 2000 Jahren behauptet, wenn man chronologisch das glauben, was in die Bücher drin steht, dass das absolute geistlose Affen sind. Das ist natürlich nicht angenehm, wenn du jetzt der Affe in dir noch sehr mächtig ist. Und das ist gerade die Elite. Das sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer in der Geschichte. Weil die wollen ihren Status aufrechterhalten, aber selbst wenn du jetzt einer bist, du wirst Selbstleid erzeugen, bis du das opferst. Ja, ja. Und jetzt mache ich so leicht, die wissen, ich sage immer wieder, wenn du ein Professor bist, egal was du bist oder Pfarrer bist, spiel dein Spiel weiter. Spiel die Rolle weiter, aber spiel es bewusst, verwechsel dich nicht mehr mit dieser Figur. Ja. Genau. Und physikalisches Wissen. Aber jetzt ist, du wirst feststellen, dass das neue Wissen eigentlich ganz altes Wissen ist. Dass ich immer wieder darauf hinweise, egal wo wir reinschauen, es steht in den Physikbüchern drin, dass es so ist. Das Problem ist nicht das Wissen in deinen religiösen Schriften, sondern die einseitige Auslegung von Spezialisten. Ob jetzt das Theologen sind, katholische Theologen, egal welche Wissen das, sie äffen irgendwas nach, ob das Physiker oder Chemiker sind. Sag mir doch einen Chemiker, der weiß, was H2O wirklich bedeutet. Obwohl es doch offensichtlich ist. Zwei Wahrnehmungen, die um sich herumkreisen. Hell, dunkel. Aber letztendlich von der höheren Ebene, das sind diese gleichzeitig da sind. Denk an meine Kugel, die von einer Sonne angestrahlt wird. Da wechselt kein Hell und Dunkel, wenn du dir das jetzt ausdenkst. Das ist das, was ist. Ja. Und das werden die Menschen, die du dir ausdenkst, diese Kisten, das wird niemals in diesen Köpfen dieser Menschen drin sein, wenn du dir eine Köpfe ausdenkst, wo du dir das reindenkst. Das ist wirklich so einfach. Mein grünes Maßmännchen, das ich mir auch blau denken kann. Ich kann da zwei Fühler auf dem Kopf mir drauf denken. Ich kann mir jetzt einen Christian ausdenken und mir denken, der hat ja mich schon längst verstanden. Ich bin ja der Depp, ich meine, dass ich das alles wüsste, obwohl er mich doch ausdenkt und er letztendlich mich so denkt, dass ich das alles weiß. Endlich kommst du irgendwo. Du bist der Christian. Und das ist der Rai. Das ist immer wieder die Sachen, das spiegeln mein Waldorf und Städler, wie ich das nenne, meine Muppet Show hat schon seinen Sinn, auch wenn er länger gebraucht hat, bis er das versteht. Das ist alles, hätte ich euch am ersten Tag oder im ersten Vortrag was, hätte ich dir das schon erzählen können. Aber ich sage, die lasse ich noch wenn rausschwimmen, ranholen. Es ist so, ich bin halt der ich bin, ich kann es mal nicht raus so. Als Udo jetzt, dass du mich so ausdenkst. Oder du sagst nach wie vor, ich bin ein Arschloch und ein Schwätzer und du magst mich weg. Dann hast du aber ein Riesenproblem, glaub es mir. Dein Problem besteht in den eigenen Problemen, die du ständig wiederholst und aufbaust bis in alle Ewigkeit, bis du das akzeptierst, wer du selbst bist. Und jetzt, um in einen Größenwahn zu verfallen, sag ich, denk einfach, du bist der träumende Geist, dann bist du eigentlich schon der Schöpfer der Welt, die du träumst. Aber du musst dir auch eingestehen, so viel Ahnung, wie ich das mache, habe ich noch nicht. Und dann wirst du zu dem neugierigen Gotteskind. Und den Rest mache ich für dich, in Maße zum dessen, wie weit du dich auf dieses Spiel des ewigen Lebens, Betonung Licht auf ewig einlässt. So ist es, ja. Und jetzt kommt du Geistesfunk, bist ein Mitreisehender, ein Mitreisender. Ich starte das ja genau bei 26 Sekunden ein, darum steht hier ab 26 Sekunden. Das ist nämlich der Satz, wo er sagt, dieses Mitreisender. Eine vollkommen neue Welt. Du musst dich, ich sag bei Holofeeling, musst du nichts machen, das ist wie ein Zug, du musst dich bloß reinsetzen drauf. Und jetzt das einmal wirklich nochmal gewissenhaft anhören. Auf einmal geht nicht. Das ist wie mit Schriften, wenn ich was wiederhole. Und dann wirst du feststellen, dass gewisse Stellen sind Tausch, dass hier so sehr, sehr punktgenau das immer auf den Punkt hier funktioniert. Das ist eigentlich das Spiel. Ich muss jetzt da abwinken. Ja, hallo. So. Das ist eigentlich, ich kann immer nur das wiederholen. Also die letzten Selbstgespräche, wenn man zurückgeht, wir können uns jetzt immer wieder welche ausdenken, die neu einsteigen. Die haben einen riesen, riesen Berg vor Arbeit vor sich. Aber dann doch wieder nicht, weil ich jetzt erst einmal sage, du müsstest nur demütig akzeptieren, dass du ein kleingeistiger Hosenscheißer bist. Indem du erkennst, vor welchen Sachen du dich noch fürchtest, vor welchen Sachen, die du dir ausdenkst, du noch fälschlicherweise einen riesen Respekt hast. Respekulum ist ja eine Spiegelung. Das sind die Autoritäten, die du dir ausdenkst.
Du musst vor Gedanken, als Denker, als bewusster Denker, musst du einen Gedanken von dir nicht irgendwie bewundern. Bewunder den, der dich das denken lässt. Aber wo sitzt der? Der sitzt in dir drin. Ja. Das ist die große Erkenntnis. Das ist, was ich immer wieder wiederhole, du wirst eine, so eine tiefe Demut kriegen gegenüber heiligen Schriften, allen heiligen Schriften. Aber nicht in dieser einseitigen Auslegung, wie du das bisher vom Hörensagen gelernt hast, von Theologen wie immer, oder von Physikern oder von Chemikern, was das bedeutet. Es ist auch ein bisschen richtig. Ich kann da immer nur darauf hinweisen, auf meine Offenbarung. Wenn der Johannes, du bist jetzt dieser Johannes, wenn der sich niederkniet und das Lamm anbeten will, den Udo vielleicht anbeten will, und ich sage, spinnst du, auf der Brüsselebene sind wir zwei Brüssel. Du denkst dich und du denkst mich. Da ist kein Unterschied. Ein Unterschied, obwohl kein Unterschied ist. Jetzt haben wir wieder verschiedene Ebenen. Wir sind derselbe Geist, weil ich denke mich und ich denke dich und du denkst mich und du denkst mich. Also da ist zuerst einmal einer, der uns beide ausdenkt. Das Leben beginnt in dem Moment, wo du dich mit einem von den beiden verwechselst. Sobald du dich zu einem magst, der du zu sein glaubst, dann wirst du feststellen, dass deine Logik diese Welt, diesen Traum aufbaut. Das ist ein komplett eigener Traum und der ausgedachte andere ist dann ein Produkt, das so ist, wie es deine Logik aufbaut. Ja. Das ist dann, wo ich immer wieder sage, wie definierst du den oder den Menschen, den du dir ausdenkst? Das ist jetzt gleichgültig, ob der von dir sinnlich wahrgenommen wird, 4 Stufen der Vergessenheit, oder ob es wirklich nur ein Gedanke ist. Ob du in ein Geschichtsbuch reingehst, in ein Märchenbuch, in eine Tageszeitung, Weltpolitik. Es sind Worte. Es ist einfach eine symbolische Darstellung eines Programms. Jede Zeitung, jedes Buch ist eine Programmstruktur. Und du machst aus diesen Schriftzeichen, ich sage jetzt immer, denk an den Morsecode, dann bist du nämlich in deiner Datei, in deiner jetzigen Vorstellung, an einer Datei, Bündchen und Strichchen, Bits, ein und aus. Im Anfang war das Wort. Ja. Und dann baust du mit deinem Wertesystem eine Vorstellung aus dieser Datei auf. Und dann wirst du bei Rumpelstilzchen oder ein König Drosselbart an was anders denken wie ein König Assad. Oder Hitler. Aber die Figuren, die du jetzt mit deinem Wertesystem in dir aufbaust, die können gar nicht anders sein, wie sie von dir gedacht wird. Das wiederum bestimmt dein geistlos nachgeäffter Glaube, dein Schwamminhalt aus Elternhaus und Schule. Mhm. Das ist die Wirklichkeit. Und nicht das heliozentrische Weltbild und die Dinosaurier und die Neandertaler und der Urknall. Das ist eine normative Wissenschaft, die dich in eine totale Selbstentmachtung hineingeführt hat. Genau. Und das kriegst du auch nicht durch eine Revolution weg, wenn du auf die Straße gehst. Weil Geist geht nicht auf die Straße. Aber er kann sich welche ausdenken, die das machen. Er hält sich komplett raus aus dem Spiel. Er bleibt immer im Zentrum. Da ist es kuschelig, sicher und warm. Genau. Genau. Das ist die Lösung. Ein bisschen Geduld und den Rest mache ich in dem Moment, wo du bereit bist. Ich sage immer wieder, wenn du nur mal kritisierst und wertest, dass du sagst, mein Leben ist ein gutes Leben, ein schlechtes Leben, der Film ist gut oder der ist schlecht, ein Film ist ein Film. Das ist der Trick. Genau. Und wenn du aus jetzt ein schlechtes Leben hattest, dann kannst du durchaus ein sehr lehrreiches Leben draus machen. Mhm. Es ist eine Definition von dem, was du jetzt denkst, was in der Vergangenheit eigentlich war. Und wenn du ein sehr gutes Leben hast, kannst du als nächstes noch ein besseres machen. Das ist immer, die Frage ist, wo schieben wir die Linie? Ja. Und ich sage, wenn dir das gelingt, dann verändere ich für dich den Film. Wie durch Zauberhand. Das geht ganz leicht los. Meine Zufälle, wo ich sage, die ist so häufig, wenn du mal anfängst, deine Fokuspunkte bewusst zu beachten. Ja. Wo ich dann sage, das kann es überhaupt nicht gehen. Da spricht irgendwer zu mir. Durch symbolische Bilder in meinem Traum. Habe noch nie was anderes gemacht. Jetzt lassen wir es doch gut sein. Oh, danke, danke. Und danke. Und ein bisschen Geduld haben, weil was ist, wenn du jetzt begreifst, ich bin ewig. Mein Denken wird nie aufhören, das ist eine Gewissheit. Es hat nie in der Vergangenheit angefangen und es wird in der Zukunft nie aufhören. Und es existiert immer bloß das, was ich jetzt denke.
Und es kommt nichts Neues, wenn du immer wieder dieselben Bilder wiederholst. Ja. Am besten hast du fließen lassen, sag ich. Ganz normal fließen lassen. Die Verwandlung momentan ist, dass du zu einem ganz bewussten Beobachter deines eigenen Traums wirst. Das, was da ist, siehst du sowieso. Und verlagere den Fokus auf deine Wertungen und deine Reaktionen. Und dann wirst du mitkriegen, dass sich deine Information maßgeblich gesteuert wird von dem, was von dir von Interesse oder Desinteresse ist, was du bekämpfst. Sobald du was bekämpfst, wiederholt sich das. Sobald du vor was Angst hast, wiederholt sich das. Ja. Sobald du dich noch über was aufregst, wiederholt sich das. Es wiederholt sich. Corona wird bis in alle Ewigkeit dauern, bis es dir am Arsch vorbeigeht. Und dir geht es nicht am Arsch vorbei, wenn du meinst, es ist stimmt, es ist da außen so, oder du meinst, es ist alles Lüge. Es ist sowieso alles Lie. Das englische Lüge, in einer Kindslage. Das ist in der Wiege. Mal ist hell, mal ist dunkel, dann ist wieder Frieden, dann ist wieder Krieg. Das ist, der Punkt ist für dich wichtig. Genau. Das Kind selber, nicht das Geschaukel. Genau. Das, was immer ist und nicht das Gewobere da oben. Ob es da stürmt, aufbraust oder ob das bloß leicht so vor sich hin simmert. Du kannst jetzt das ganz leicht haben. Wir können das jetzt auskühlen lassen bis zum absoluten Nullpunkt, wo sich dann alles in einem Punkt vereinigt. Der physikalische absolute Nullpunkt, und ich koche dich nochmal richtig auf mit einem Sturm. Steril machen nennt man das. Dann lässt man es wieder auskühlen und dann ist es steril. Aber das ist auch wieder, wie definiere ich jetzt das Wort steril? Genau. Es beginnt zuerst einmal schon mal mit SDR wieder. Und das ist nicht ganz schlecht, weil das das Geheimnis der Ewigkeit ist. Genau. Jetzt lassen wir es gut sein. Ich wünsche euch zwei was. Ich muss jetzt da meine Buben noch ein bisschen unterhalten. Ja, genau. Ich habe euch das teilhaben lassen. Und immer dran denken, nur ausgedacht, niemals in der Vergangenheit gewesen. Eine von unendlich vielen Dateien, die schon in dir drin war, wie du noch gar nicht an das Internet gedacht hast. Ja. Vielen Dank. Für was? Für das, dass ihr mich jetzt erschaffen habt, für einen kleinen Moment in euch, ihr ein Geschenk. Ein Geistesfunk in einem unendlich vielen Perspektiv. Eigentlich nur einer. Und tschüss. Ciao. Okay, ciao. Servus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.